Angst, von dem die Dressurwelt spricht. Und zwar nur in allerbesten Tönen. Er ist ein Stempelhengst, er ist ohne Wenn und Aber einer der bedeutendsten lebenden Dressurpferdevererber weltweit. Und weltweit sind seine Nachkommen erfolgreich. 16 Jahre jung. Und so geschmeidig und so voller Leistungswille stand er ja selbst in der Olympia-Auswahl für Australien. Ich habe im vergangenen Jahr in Aachen mich mit Carl Hester unterhalten, dem britischen Dressurreiter. Und es ging wie immer auch um den schwarzen Hengst, der aus Holland kam, um in Deutschland zu gehen. Und ich sagte, don't you want to see Totilas? Möchtest du nicht Totilas sehen? Und Carl Hester sagte, nein, I'm gonna look Isabel and Bella Rose in the warm-up. Ich guck mir lieber Isabel Wert beim Abreiten mit Bella Rose an. Ich gesagt, warum? Weil er sagt, es gibt nur ein Pferd, vor dem wir alle Angst haben. Und das ist Bella Rose, Tochter dieses Bellissimo. Ja, und auch das ist Charakter. Eben noch voll konzentriert im Galopp, Zügel lang und dann geht er entspannt Schritt. Der Bellissimo.
hatte ein turbulentes Leben hinter sich, aber jetzt hat er hier eine Lebensstellung. Und wenn Sie dann mal hier vorbeischauen, wie er sein Paddock genießt nach der Arbeit, dann wissen Sie, wie gut er es hier hat. Dieser Weltklasse-Vererber, der hier für uns tanzt. Bellissimo und Katrin Suttölter.